Den Güterverkehr von der Straße auf die Schiene bekommen. Das ist ein wichtiges Ziel des Landes. Um die Betriebe dabei zu unterstützen, gibt es nun eine neue Förderung. Einmal denken wir an eine Einzelwagenförderung im Ausmaß von 200 Euro pro Waggon. Das sind rund die Hälfte, was so ein Waggon kostet, also nicht unerheblich. Und das zweite ist eine Instandsetzungsoffensive. Wir fördern da rund die Hälfte der Investitionskosten der Unternehmer. Der Bedarf ist groß. Wir haben insgesamt 43 Anschlussgleise zur Verfügung in unserem Bundesland. Einige sind aktiv, andere sind nicht aktiv, darum auch diese Instandsetzungsinvestitionsoffensive. Aber grundsätzlich sind die Unternehmer bereit und sehr offen, was diese Förderung betrifft. Also ich glaube, es ist wichtig, da wirklich die Bemühungen zu intensivieren und gleichzeitig auch zu erkennen, natürlich, dass es immer schwieriger wird, über den Lkw zu transportieren, aus verschiedensten Gründen, weil wir in vielen Fällen Grenzkontrollen haben, weil wir Maut leisten müssen und so weiter. Also man kann nur unseren Unternehmern auch raten, in Zukunft auch auf die Schiene zu setzen, nicht nur aus einem Umweltgedanken heraus, sondern auch was die Betriebswirtschaftlichkeit betrifft.